Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der vorliegende Antrag gibt vor, den Wissenstransfer zwischen Hochschulen und Wirtschaft fördern zu wollen. Schaut man jedoch genauer hin, findet sich schon im Titel das verräterische Wort Gesellschaft. Sie haben als Grundlage für die neue Initiative das Instrument der Third Mission gewählt, einer Erfindung der EU. Das ist schade, denn sicherlich sinnvolle Maßnahmen zur Förderung von Technologietransfer wären auch mit anderen Mitteln umsetzbar gewesen. Der Antrag selbst illustriert dies auch, da hier in den Punkten 2 bis 6 dazu bereits laufende Maßnahmen begrüßt werden. Die Third Mission jedoch, die dritte Säule der Hochschulen neben Forschung und Lehre, ist höchst zweifelhaft. Sie ist schwammig definiert und bietet sich damit als Einfallstor für beunruhigende und demokratische Entwicklungen an. Das sieht man auch im MWK so. Ich zitiere aus der Unterrichtung vom 2. September 2019. Zitat: Der Begriff der Third Mission wird vielfach verwendet, ist bislang aber nicht eindeutig definiert. Es ist weder genau spezifiziert, welche Aktivitäten umfasst werden, noch wie die Grenze zu den ersten beiden Missionen der Hochschulen, nämlich Forschung und Lehre, verlaufen. Zitat Ende. Und hier zeigen sich auch die Hauptprobleme des Antrags. Es wird vorgegeben, es ginge hauptsächlich um Wissenstransfer, Technologien und Produktionsverfahren. Tatsächlich bezieht sich die Third Mission aber auch stark auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse. Auch im Antrag werden diese Bereiche bunt durcheinander gemischt. Des Weiteren wird die Installation einer dritten Säule das Aufgabenspektrum der Hochschulen massiv erweitern. Frage: Werden auch die Mittel der Hochschulen massiv erweitert, sagen wir um 50%, damit zukünftig 3 statt nur 2 Säulen adäquat bedient werden können? Oder müssen die Universitäten die Gelder von Forschung und Lehre abknapsen? Und dann schauen wir uns einmal das Berufsbild des Professors an. Bisher war er Forscher, eigentlich sein Hauptziel, und Hochschullehrer, also Pädagoge für qualifizierte Studenten. Nun kommt neu hinzu, Lehrer, Pädagoge für unqualifizierte Personen bis hinunter zu Grundschülern. Wissenschaftsjournalist für interessierte Laien. Entertainer für oberflächlich interessierte Nichtfachleute. Unternehmensgründer, Kampagnenorganisator und Werbefachmann. Aus Spezialisten sollen nun also in vermehrtem Maße Zehnkämpfer werden. Zehnkämpfer gelten zwar allgemein als die Könige der Athleten, und dennoch können sie bekanntermaßen nie die Leistung der Spezialisten erreichen. Ob sich das allerdings mit internationaler Spitzenforschung verträgt, die wir hier in Deutschland so nötig benötigen, das wage ich zu bezweifeln. Letztendlich wird es den Trend zur Auslagerung der Spitzenforschung an außeruniversitäre Institute verstärken. Die Hochschulen werden damit zu zweitklassigen Forschungsanstalten. Der dort angesiedelten Wissenschaft wird mit diesem Antrag ein Bärendienst erwiesen. Die AfD wird diesem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Danke, Herr Rickener. Für Bündnis 90 Die Grünen hat sich